Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. In der letzten Folge hatten wir eine epische Schlacht in einem Bunker gegen eine Bande, die wir mal richtig eiskalt fertig gemacht haben. Heute soll es nicht geringer werden, denn heute werden wir auch noch einen großen Kampf vor uns haben. Und wie das Ganze aussieht, das erfahrt ihr natürlich jetzt. Viel Spaß! Dann versteck dich meinetwegen hier und dann versuchen wir es. Wir müssen ihn rein theoretisch einfach nur kaputt schießen. Nice. Er brennt sogar. Ich will ihn ungern umboxen. Ho! Oh. Er ist tot! Alter, ist das geil! Zu zweit haben wir den fertig gemacht. Die Junge! Ist ja fast schon zu einfach. Oh, da steht ein Digger. Da steht ein Dicker. Na gut. Dann schauen wir uns hier an der Ecke um. Das war ja schon mal ganz erfolgreich. Auch wenn wir die Waffe quasi gratis vorher schon bekommen haben. Oh, ich sehe da was leuchten. Das will ich haben. Ist das ein Artefakt? Defektes Elektrogerät. Schade. Aber das hätte eigentlich auch ein Artefakt sein können. Medikit. Ja, kann man gebrauchen, wobei ich bisher eigentlich ganz gut klarkomme. Was ist der Punkt da hinten? Achso. Das ist der Dicke. Oh, jetzt sehe ich sie alle. Oh Gott, das sind ja wirklich viele. Heilige. Na gut. Gucken wir mal, wie wir klarkommen. Solange kein Schamane da ist, den wir zuerst unboxen müssen, ist alles gut. Stay cool. We need to take them one or two at a time. Yeah, das ist der Plan, Junge. Das ist der Plan. Da leuchtet etwas lila. Das ist ein Artefakt. Das muss ich haben. Wenn du mir die Chance gibst, da hochzulaufen, wäre das echt nice. Ah ja, klar, du Arschloch. Den Jäger könnte ich vielleicht sogar auch mit Silent-Waffen erledigen, oder? Alter, Bombin. Steh mir nicht im Weg. Was ist denn los mit dir? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Alles klar. Angriff! Das finde ich ganz gut. Hier ist das eigentlich ganz chillig. Wir sind nicht zu stark und auch nicht zu schwach. So gefällt mir das. Vielleicht hätte ich früher schon herkommen sollen. Das kann gut sein. Enough. Cleanly done. Follow me. Waffenteile. So, wir müssen die Schwachen rauspicken. Bist du auch ein Schwacher? Marodeur. Die Frage ist nur, wo läufst du lang? Alter, ich steck fest! Hilfe! Scheiße. Ich stecke einfach fest. Oh. Ich habe eine Idee. Okay. Jetzt. Na gut, solange der nicht wiederkommt. Oh, da kommt er doch. Okay. Ich weiß gar nicht, kriegen wir den eigentlich easy auch weg? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, da müssen wir nicht mal harte Waffen einsetzen. Ich sehe dann nämlich den Dicken. Der wird natürlich dann irgendwo ein bisschen problematisch. Wie viel ich auf der Karte habe, Alter. Also muss ja mindestens ein Kritischer mit dabei sein. Ja, da ist er auch schon, der Kritische. Ja, ich habe gut geskillt, also. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, kritisch zu treffen. Ernsthaft? 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 Absorbiert. Haha, viel zu schwach. Okay. Puh. Weiß nicht, soll ich laden? Ach, weißt du was? Ich versuch's einfach mal eine Runde. Was soll's? Na gut, dann ziehen wir's mal durch. Sound? Hallo?
Lol. Okay. It's alive! It's alive! Load up complete. Target DNAC FS loaded. Neutralize all mutant intruders. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob ich jetzt kämpfen will. Da ist auch noch der Panzertyp. Oh. Gut, rennen wir dahin. Das war jetzt keine perfekte Deckung. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, was bei rauskommt. Keine Trefferlinie. Alter, ich sehe seinen Kopf von hier aus. Häuptling Graue Eminenz. Nee, komm. Nee, komm. So wird das nix. So wird das nix, Leute. Wir müssen da schon ein bisschen, glaube ich, mehr Gas geben. Dass wir die ein bisschen dezimieren. Vor allem, der Mimir ist beängstigend. So. Okay, wenn wir jetzt mit dem anfangen, ne? Dann müsst ihr auch treffen. Alles klar, mehr wollte ich doch nicht. Nice. Ist auch schon viel, viel besser. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, was die so alles am Start haben. Da ist auch ein fetter Häuptling. Müssen wir gucken. So, quatscht die und geht dann auseinander? Ja, die gehen einfach so auseinander. Bring this giant to life. Did you lie to me? No lie, Grey One. Only truth. Big truth. Just need a little more time. You sound like you want to die. Do you want to die? No. You the chief, Grey One. You the Hatamali. I will get this metalman working again. It will kill more and more settlements all the way to the Ark. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr irgendwie ausschalten können. Wir könnten... Nee, der Jäger hat 26. Dann haben wir noch einen Pyro und einen Panzer. Ah, das ist bitter. Können wir denn von der anderen Seite kommen? Dass wir irgendwie den Panzer einfach vom Weiten, weiß nicht, ein bisschen traktieren und dann holt er vielleicht ein, zwei mehr Leute, die wir dann auch fertig machen können. Das ist ja die Möglichkeit. Und ich sehe da noch Schrott. Dann gehen wir mal in die Richtung. Hier haben wir sowieso noch nicht alles erkundet, ne? Oder ist das der Rückweg? Scheint der Rückweg zu sein. Ja. Na gut. Eber said the ghouls that murdered his settlement came here. The lair of the Horned Devil. Okay. So this sign clearly indicates there's a devil with horns in there, plus a bunch of ghouls who butcher settlements for fun. Who wants to turn around? Let's vote. Horny devil can blow me. These ghouls just messed with the wrong goddamn stalkers. We can't let them slaughter another settlement. This ends right here, right now. Okay. Da ist noch so ein Mimir-Ding. Untersuchen. The ghoul. Someone or something got this one good. Krieg ich auch so einen Bot? I've seen these crashed machines all over the zone, but never one this shiny. Like it's almost new. Even the star shows. Stimmt, der sieht noch ziemlich gut aus. Vielleicht haben sie einen Probeflug gemacht und sind darin abgekratzt. Naja, was haben wir denn hier? Notiz.
Extreme Überlebenswochenenden. Camp Elch präsentiert extreme Überlebenswochenenden, präsentiert vom weltbekannten Reality-TV-Star Gegrillter Bär. Erfahren Sie, wie man ungekochte Tiere unterschiedlicher Verwegungsgrade verzehrt. Erleben Sie, wie es sich anfühlt, mit Blutegeln und ihren eigenen Fäkalien bedeckt zu sein. Verbrennen Sie alles, was Sie in ihre schmierigen kleinen Finger bekommen. Jetzt anmelden. Begrenztes Teilnehmerfeld. Nur 30 Minuten von Gothenburg entfernt. Tiere. Verschiedene. Oh Gott. Wer tut denn sowas? Das ist ja ekelhaft. Ich habe ein Level Up. Werde unsichtbar, bis du angreifst. Ja, das ist Schwachsinn. Dann gehen wir hier drauf. Und dann nochmal ein Tapet. Und dann zum Schluss den hier, den wir eh nicht benutzen werden. This is getting crazy. We can't fight like this. Natürlich können wir. Und ich werde auch. So. Problem ist nur. Wie machen wir das? Ich kann mal kurz gucken, wie viel Schaden wir ihm machen. Uah. Oder wir hauen ab und versuchen dann auf ihn zu schießen. Meint ihr, ihr seht mich, wenn ich renne? Ich positioniere mich. Hier habe ich keine Deckung. Erstmal weglaufen. Ich weiß nicht, ob ich ihn von hier hinten aus treffen kann. Aber eventuell, wenn das geht, ah, Junge, dann bin ich OP. Alles klar, okay. Der kann ihn auf jeden Fall schon mal nicht treffen. Okay, ich kann ihn anlocken. Ich kann ihn sogar mehrmals treffen. Oder versuchen zumindest. Haha! Komm doch her und guck nach, wer dich hier anschießt. Alter, wie viel Leben der verliert. Oh. Das ist eigentlich ganz gut. Die müssen sich alle hier an der Brücke anfinden. Ja, kannst du ein bisschen später schießen? Wäre das möglich? So, bist du irgendwie bescheuert? Ja, ganz genau. Bleibt mal ein bisschen länger. Können Sie schön von hinten wegballern. Oh. Ja, guck's, da war. Nice. Ah, direkt gestorben. Das ist gut. Hier speichern wir unser erstes Mal. Eins. Dreimal dürfen wir. Okay, kannst du jemanden treffen von hier aus? Alter, was bist du denn für ein kranker Typ? Okay, der Mimir. Oh, oh Gottes Willen. Ja gut, der braucht ein bisschen lange bis zu mir. Das heißt, insofern er nicht irgendwie 20.000 Kilometer schießen kann, ist alles gut. Okay, der Typi bleibt da. Wo machst du denn Overwatch? Ja, schade. Schade, schade, schade. Na gut. Nachgeladen. Kannst du jemanden treffen? Der kann den auch treffen. Nice. Holy shit. Und du hältst hier Wache am besten, ne?
Schießen kannst du auf keinen. Deswegen Overwatch. Sollen die mal kommen? Der Bot macht mir ein bisschen Angst, aber gut. Ich hoffe, der kann da nicht rüberschießen. Okay, Mr. Häuptling. Jetzt geht's los. Ach! Okay, der bewegt sich doch nicht. Was machen die? Die sind völlig überfordert, weil ich so weit weg bin. Ja, du brennst sowieso noch ein bisschen. So. Kannst sogar schon einen treffen. 50%. Nice, kritisch. Ich kann keine Kontrolle machen. Achso, zu weit weg. Alles klar, dann hab ich ja noch nur. Hab ich auch noch ein bisschen Zeit. Ja, er brennt. Oh, ist das nice. Okay, der ist aus der Reichweite. Ich weiß nicht, ob ich den treffen kann, aber ich probier's einfach mal. Nice! Zwei Schritte kann er machen. Na ja, gut, sagen wir vier. Hau, ich will die Waffe haben, Alter. Okay, jetzt sollten wir uns langsam zurückziehen. Wir sollten die Gelegenheit nutzen. Um Baum zu bauen. Overwatch. Oh. Nein. Okay, habe ich nicht dran gedacht. Ich gebe es zu. Ich hätte mich früher zurückziehen sollen. Oh, es war so lustig. Mit 4 TP. Relax. Let me tend to your wounds. Better. Ja, durchaus blockiert, das ist okay. Laufen wir ein Stück weiter nach hinten. Aber ich bin mit Dax nicht gelaufen, ne? Ach, klar, weil ich nachladen muss. Okay, gut, dann. Das erklärt einiges. Jetzt haben wir mal Rauch im Weg. Ne. Mist. Na gut, dass wir nicht zurücklaufen können, ist natürlich ein bisschen kacke. Er ist in den Rauch reingelaufen. Verdammt. Alter, da ist Rauch, Junge! Scheiße, Mann. Ich kann den treffen. Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, der andere verbrennt eh nächste Runde. Doof nur, dass ich mich mit Dax nicht bewegen kann. Ah, ich muss halt nicht nachladen, ne? Scheiße. Ich brauche 3 Runden. Ich hätte mich mit den anderen alle bewegen sollen. Nein, ist das ärgerlich. Kann er da überhaupt durch? Ernsthaft? Aber ich verfehl dich, ja? Ich brauche 2 Runden. Na gut, ich bin im Rauch. Was soll passieren? Ist überall Rauch.
Gut, ich bleib mal die Runde hier drin. Und heile mich. Vielleicht haben sie Dax noch nicht bemerkt. Ich hoffe es zumindest. Okay, er kommt da durch. Das Viech kommt. Oh, das ist nicht gut. Er hat Dax auf jeden Fall verfehlt. Arschloch. Okay, mit Dax laufen wir jetzt auch in den Rauch. Kann ja so weit laufen, ne? Alter, wo ich überall hinlaufen kann. Oh, oh, oh. Oh, wieso vergesse ich das denn ständig? Oh. Hey, gut, gut. Wir laden nochmal, wir machen das besser. Wir können das besser. Wir können das definitiv besser, Leute. Es geht um einiges besser. Ja, Leute, und das war's leider auch schon für heute. Mitten im Kampf mache ich hier mal ein kleines Päuschen, denn das Ganze wird noch, glaube ich, ein bisschen dauern. Dieser scheiß Nebel, dieser Rauch, der fuckt mich richtig ab. Ich will den nicht mehr haben, aber ich kann den leider wahrscheinlich nicht rausnehmen. Wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ciao.